Seitdem das Nordmeer draußen ist, gibt es die eine wichtige Frage. Welche der beiden Rollen kaufe ich mir? Wenger 10.000 oder Goliath 30.000? Ja, und das Ganze ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn es hängt natürlich auch immer davon ab, was du gerne machen möchtest, was du gerne angeln willst, wie so dein Stil vielleicht ist oder ob du dir sagst, Mensch, ich hole mir einfach zusätzlich noch etwas. Also das sind halt so verschiedene Komponenten, die du beachten musst. Was man jedoch immer sagen kann, ist, dass die Wenger 10.000 ein grundsolides Gerät ist. Also eine absolut gute oder sehr gute Rolle fürs Süßwasserangeln, auch für den Einstieg ins Salzwasserangeln absolut gut geeignet. Wenn man so etwas hat, braucht man nicht zwingend für den Start auch noch eine Goliath. Man kann das dann später natürlich noch dazu holen. Die Vorteile davon, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Grundsätzlich kann man aber sagen, wenn man so etwas wie eine Wenger hat, ist man damit erstmal top ausgestattet. Auch für die ersten, na ich sag mal 75% beim Meeresangeln, überhaupt gar kein Problem, dass man das erstmal nur macht mit so einer Wenger. Alles andere danach ist dann natürlich wieder Spielerei oder Optimierung, beziehungsweise dass man dann in spezielle Gebiete vorgeht und dafür kommt dann eben die Goliath zum Einsatz. Der Vorteil der Goliath ist, dass sie einfach diesen sehr, sehr großen Spulenkopf hat. Das bedeutet, wir haben hier viel mehr Schnurfassungsvermögen drauf als auf der Wenger. Ganz klarer Fall, wir haben ja hier eben auch ein 30.000er Kopf im Vergleich zum 10.000er Kopf. 10.000er Kopf nach wie vor sensationell für die meisten Gewässer oder für alle Gewässer im Süßwasserbereich absolut ausreichend. Damit wurden bisher die größten Fische im Game rausgezogen. Absolut top das Gerät und man kann es auch aufgrund der hohen Qualität, es ist halt die Firma Beluga, super wenig Verschleiß, top Qualität wie gesagt, man kann das Gerät eben auch hart am Limit fahren. Mit einer Getriebekraft von 100 Kilo ungefähr kommt man da eben auch richtig gut mit zurecht. Das bedeutet auch der Einsatz fürs Welsangeln oder wie gesagt ja fürs Störangeln absolut problemlos. Beziehungsweise man braucht natürlich ein bisschen Skill und muss wissen, wie es geht. Dann kriegt man das aber auch hin. Jetzt haben wir hier die 30.000er. Das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Das heißt, die 30.000er bietet zum einen deutlich mehr Schnurfassungsvermögen, bietet höchstwahrscheinlich auch deutlich mehr Getriebekraft. Da sind wir, man munkelt so um die 120, 130 Kilo. Wir warten einfach noch mal ein paar Wochen ab, bis da mehr Leute das getestet haben, bis sich das in diesen ganzen Rollentestlisten mehr verfestigt hat. Es gibt immer noch Schwankungen von ein paar Kilo. Warten wir also noch mal ab, bis sich das so ein bisschen eher bestätigt hat. Und dann sehen wir weiter, wie viel Kilo das Gerät wahrscheinlich wirklich hat. Genauere Zahlen und exakte Fakten kriegen wir ja von RF4 leider nicht. Dementsprechend müssen wir das einfach ausprobieren. Ist aber auch soweit okay, das testen wir schon. Ja, ich habe das Gerät jetzt zuletzt mehrfach verwendet. Also ausgiebig getestet beim Meeresangeln natürlich. Beim Meeresangeln war der größte Fisch hier drauf ein Heilbutt von ungefähr 50 Kilo. Der hat natürlich etwas länger gebraucht, um ihn rauszuziehen. Gefühlt kommt man nicht wirklich aus dem Quark. Also gefühlt bist du hier am Kurbeln und irgendwie passiert da nichts. Effektiv ist es aber so, dass da wirklich was passiert. Also der Spulenkopf dreht sich relativ schnell. Das heißt, hier diese ganze Montage dreht sich ja um den Kopf herum. Und zwar mit einer Umdrehung, also einmal drehen, 5,8 Mal dreht sich hier der gesamte Kopf oben um diesen 30.000er Kopf herum. Also die ganze Spule wird eben relativ schnell wieder aufgefüllt. Die Animation wirkt relativ langsam, aber wie gesagt effektiv und gerade wenn man das testet mit dieser bunten Schnur, da sieht man ja auch unten noch diese Anzeige, wie schnell dreht sich
die Rolle oder wie schnell geht die Schnur wieder auf die Rolle drauf. Das wird ja angezeigt. Ich habe das auch nochmal im Vergleich, also einmal die Goliath sozusagen mit dem Einkurbeln und genauso die Wenger beim Einkurbeln. Also wie schnell die beide eingekurbelt werden, wie schnell sich das aufspult. Das beides getestet, ohne die Shift-Taste zu verwenden, sondern eben einfach nur normal mit Einholgeschwindigkeit 50 eingekurbelt. Wenn wir uns hier den Verschleiß jetzt anschauen, auch da ist das noch relativ moderat. Es ist nicht so wahnsinnig viel. Für den Einsatz bisher bin ich da auch ganz zufrieden. Was ich damit ja auch noch gedrillt habe, war der 65 Kilo Wels. Das ging super angenehm rein. Ich verlinke das Video einfach nochmal zu dem, das letzte Wels-Video war das. Super angenehmer Drill, 65 Kilo Wels vom Land aus. Einfach rangezogen in der Phase, wo er ein bisschen locker gelassen hat. Super schnelles Einkurbeln, da kommen wir halt zu diesem riesen Vorteil der Goliath, dass sie eben schnell einkurbelt, wenn da kein Druck drauf ist. Und in dem Moment, wo man dann eben wieder ziehen konnte oder einkurbeln konnte, man konnte ihn einfach so durchziehen. Also wirklich angenehm gewesen, gar kein Problem gewesen. Ich freue mich schon darauf auf einen Drill von einem Wels, der auch gerne mal deutlich darüber ist. Trophy Wels wird mal langsam Zeit für mich. Nehme ich gerne noch mit. Also Getriebe, ja, nicht so wahnsinnig viel Verschleiß drauf. Etwas Verschleiß schon. Ich würde auch sagen, gefühlt schneller und eher mal Verschleiß als auf der Wenger. Da merkt man vielleicht doch, dass es eben nicht alles aus dem Hause Beluga ist. Aber trotz allem passt das. Bremse bin ich super zufrieden mit. Die ganzen Einsätze, ob das jetzt Karpfenangeln ist, habe ich getestet. Natürlich auch am Nordmeer das ganze Angeln. Also auch da ist das absolut okay. Spule, ja, hat ein bisschen gelitten. Spule und Kugellager, ja, finde ich aber auch schwierig, schwierig zu beeinflussen. Also da merkt man schon, da ist auch ein bisschen Verschleiß drauf. Aber auch da muss ich sagen, es ist okay. Für die Menge, die ich jetzt damit auch schon rausgezogen habe, war das schon durchaus okay. Klar, natürlich auch ein bisschen Schmierungsverschleiß ist halt normal dabei. Ist auch das Standardöl und nicht das Stab Solid oder Extra Solid. Ne? Das ist das, was man ja sonst gerne drauf hat. Auf den Rollen, ich gucke gerade nochmal rein. Genau, hier ist es Stab Bearings Extra Solid Oil. Das funktioniert eben auch richtig gut, auch nochmal ein bisschen weniger Verschleiß oder Verbrauch. Also das funktioniert richtig gut. Ob das jetzt auf der Wenger ist, auf der Tagara ist, auf den ganzen großen Hochleistungsrollen sozusagen, dafür ist das dann ganz gut geeignet. Ja, im Großen und Ganzen hat es sich, wie gesagt, super gelohnt, dieses Gerät. Aber man muss auch sagen, Einsatzgebiet wirklich gut überdenken, denn dieses schnelle Einholen, dieses schnelle Einkurbeln, wenn man einen, ich sag mal, normal großen Fisch dran hat, ist wirklich tricky. Man hat schnell mal einen Ausschlitzer erzeugt, dadurch, dass man, ich sag mal, jetzt einen Karpfen zum Beispiel raketenmäßig durch das Wasser zieht, weil man den einfach vielleicht sogar mit Shift auch noch durchpeitscht. Also das ist ja, mit Vorsicht wirklich zu genießen und nicht einfach für alles geeignet, das Gerät, weil das einfach so groß ist. Da ist es natürlich deutlich angenehmer, mit der Wenger zu kurbeln. Die Wenger auch da automatisch, das haben beide Rollen ja gleich, die Wenger bremst auch ein bisschen ab und unter Last zieht sie eben nicht so super schnell ein. Bei der Goliath ist es allerdings auch so, klar bremst sie ab, aber trotz allem hat man diesen großen Spulenkopf. Das heißt, auch da, wenn man so eine Umdrehung macht, hat man ja viel mehr Meter, die man eben locker mal eben einzieht. Man merkt einfach, dass zum Beispiel die Karpfen viel schneller angeschossen kommen. Kann man vielleicht ganz gut nutzen beim Wettangeln, wenn man zum Beispiel einen Wettangeln macht auf Masse. Da ist das natürlich vielleicht ein ganz guter Einsatz, wenn man dann so eine Turnierrolle daraus macht und dann einfach Highspeed versucht, hier einen Fisch nach dem anderen rauszuziehen. Ja, der wichtigste Einsatzbereich, würde ich sagen, ist dann allerdings auch das Tiefseeangeln. Bedeutet also, wenn wir hier wirklich tief runtergehen auf 200 Meter plus und da unten beißt mal etwas an, was nicht so ganz groß ist oder was nicht unbedingt gewollt war und man will es einfach schnell wieder reinkurbeln, dann ziehen wir diese 200 Meter Strecke super schnell
rein. Absolut genial. Auch wenn es einfach Fische sind in normalen Gewichtsklassen, normalen Größen, ist das super angenehm damit zu angeln. Das heißt, wir kurbeln, wir machen halt diese eine Umdrehung, ziehen eben in einem Wahnsinnstempo dann einen Fisch nach oben und haben dann einfach mehr Zeit, wieder auszuwerfen, den nächsten Fisch zu fangen und sind dann deutlich effektiver damit unterwegs. Auch der Einsatz am Meer bei den ganz kampfstarken Fischen. Auch das ist ein Einsatz, den man wirklich bedenken muss, wenn man hier auf etwas geht oder wenn man vielleicht auf Lachs speziell aus ist, auf den Gotteslachs aus ist, auf Heringshai vielleicht aus ist. Die sind ja nicht so super groß. Trotz allem natürlich super viel Action, sehr kampfstark. Und wenn man das dann vergleicht mit der Konventionalrolle, haben wir bei den Konventionalrollen nicht so viel Speed und kriegen nicht so viel Schnur eingekurbelt in kurzer Zeit. Wenn wir das Gerät verwenden, haben wir natürlich für so einen actionreichen Fisch, der einfach mal 20, 30, 40 Meter auf einen zugeschwommen kommt und die Schnurspannung ist komplett flöten gegangen, das kriegt man mit der Rolle natürlich deutlich angenehmer hin. Das heißt, wir kurbeln in der Zeit super schnell ein. Wenn der Fisch dann wieder in die Bremse geht, dann geht die Spannung natürlich wieder, baut sich die Spannung wieder auf. Das heißt, die Bremse bremst dann wieder härter ab, beziehungsweise die Kurbel dreht dann auch nur noch langsamer dagegen an. Und sobald dann quasi der Fisch wieder locker lässt, haben wir eben die Chance, wieder die Spannung aufrecht zu erhalten mit schnellem Einkurbeln. Also das ist wirklich so ein Einsatzgebiet, was auch wirklich lohnenswert ist. Damit wurden auch schon einige Kandidaten, also Heringshaie oder eben auch die Lachse damit gefangen, Thunfisch vielleicht auch noch damit gefangen. Also die Fische, die eben auch die Action haben, die auch mal schnell die Spannung loslassen, die kriegt man damit eben doch noch ganz gut raus. Natürlich auch mit den Konventionalrollen, natürlich klappt das auch, aber auch da muss man eben gucken, Schnurkapazität, und die ist ja hier immens, also das ist ja wahnsinnig viel, was da eben auch drauf geht, Schnurkapazität und eben Einholgeschwindigkeit. Also, das sind die beiden ganz, ganz wichtigen Punkte. Ja, ich würde sagen, das Gerät lohnt sich. Lohnt sich absolut, es zu testen. Lohnt sich absolut, ein oder zwei davon zu haben für den besonderen Einsatzbereich. Ich würde nach wie vor nicht auf die Goliath als Erstrolle, glaube ich, gehen. Das war anfangs ja immer noch so meine Idee, wo die Rollen noch nicht draußen waren, wo ich es auch noch selber nicht getestet habe. Ich würde anfangs nach wie vor als erstes auf die Wenger gehen. Das Gerät ist einfach die ultimative, die Königin der Rollen im Game immer noch. Das ist absolut top für die meisten Einsatzgebiete. Einfach sensationell. Genau das Richtige, was man braucht. Und später dann, wenn man sich ein bisschen spezialisiert, wenn man sagt, okay, jetzt will ich auch noch etwas haben, was man vielleicht genau für die ganz tiefen Spots dann verwendet oder was man nur für die ganz großen Fische verwendet oder. Also gar nicht mal so für den Allrounder, für den Alltag, sondern wirklich sehr, sehr, sehr speziell dann erst eben auf die Goliath. 30.000er, ja, ist auch nicht für alles wirklich gut geeignet. Selbst fürs Auswerfen, wir kommen nicht so weit raus damit. Also es sind viele, viele Nachteile, die diese Rolle eben auch hat. Neben den ganzen Vorteilen. Das macht das Ganze aber eben auch so sehr speziell und so für die großen Fische wirklich gut einsetzbar. Und hier dann bei der 10.000er Wenger einfach der absolute Allrounder für ganz, ganz, ganz viele Einsatzgebiete. Eigentlich für alles gut geeignet. Testen, 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 so heißt es ja immer. Und damit man das testen kann, verlost RF4 eine von diesen Rollen. Die Goliath 30.000. Wie zuletzt auch schon mal auf dem Kanal hier jetzt nochmal, es gibt wieder eine Verlosung, diesmal die 30.000er Goliath. Und da war der Server weg. 0 Uhr. Wartungsarbeiten, ja, und perfektes Timing. Weg ist er, der Server. Also, gucken wir nochmal eben rein, wie sich die Goliath hier so macht. Das Gerät wird verlost von RF4. Dickes, fettes Dankeschön an RF4 für die geile Aktion. Noch einmal so ein schönes Gerät hier, ein Top-Gerät eben für euch zur Verfügung zu stellen, ist mega, mega cool. Also, einer von euch hat die Chance, das Gerät zu gewinnen. Und wir machen das auch wie beim letzten Mal
unten in die Kommentare reinschreiben. Machen wir wie beim letzten Mal auch Hashtag Goliath. Und ganz wichtig, schreibt einen kleinen, kompletten Satz. Was ist euer Lieblingsfisch im gesamten Game? Das einfach kurz unten reinschreiben. Denkt dran, es muss ein vernünftiger Satz sein, damit ihr nicht vom Algorithmus als Bot rausgeschmissen werdet. Wollen wir nicht. Von daher einfach einen vernünftigen Satz reinschreiben. Also, Hashtag Goliath, den vernünftigen Satz dahinter, was euer Lieblingsfisch ist. Und dann wird das Ganze am nächsten Sonntag ausgelost. Und das machen wir dann auch wieder im Livestream. Und dann gucken wir einfach nochmal, was da geht und wer dann die Goliath 30.000 gewonnen hat. Denkt dran, das hat beim letzten Mal, habe ich beim letzten Mal nicht gesagt, gerne auch direkt euren Ingame-Namen unten mit reinschreiben in die Kommentare. Also, Hashtag Goliath, zack, schöner Wels. Hashtag Goliath, euren Ingame-Namen und was ist euer Lieblingsfisch? Wie gesagt, großes Dankeschön nochmal an R4, coole Aktion, schweinemäßige Rolle für den besonderen Einsatz. Und euch wünsche ich jetzt toi, 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 viel Erfolg. Wenn es geholfen hat, das Video, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.